Ja, warum nicht, ne? Und dann für Nüs eigentlich. Jo. Also für nix. Ja, ich muss mir das mal abgewöhnen. Ich laber ja gerne Stuss, aber. Schon wieder. Das hat bestimmt auch wieder kaum einer verstanden. Stuss ist. Blödsinn. Blödsinn, ja. Ja, Blödsinn passt gut eigentlich. Oh, bin ich gut. Schwachsinn, Blödsinn, sowas in die Richtung. Nonsens. Ja, zum Beispiel. Bam. Deutschunterricht, FTW. No. Was hat das jetzt mit Deutsch zu tun? Weiß ich nicht. Und. Habe ich eine kräftige Behinderung ab? Das ist gut möglich, ja. Einfach mal zustimmen. Ich geb dir gleich. Was gibst du mir gleich? Ich geb dich Krankenhaus. Ich mach dich Krankenhaus. Ich mach dich Krankenhaus. I do you Krankenhaus. Kränken. Zack, 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 zack. 3. 3 plus 2. Zack. Oh, das gefällt mir noch nicht hier. Na komm, machen wir so. Dann kommt da Türe. Und natürlich dann mal wieder meine wunderschöne Bauart. So. Das mache ich jetzt mal hier komplett weg. So, Terraform. Ist in der Haus. So. Aber ich finde das irgendwie lustig. Das normale Minecraft ist, finde ich, mit 30 FPS nicht mehr, ist schon nicht mehr spielbar. Aber, okay. mit dem Shader, finde ich, geht das. Mit 30 FPS. Na dann, du musst es wissen. Ich weiß es nicht. Ja, das dürfte eigentlich. Ist das, findest du das auch, Ecke? Ja, ist tatsächlich so. Also bei anderen Spielen ist das mit 30 noch super spielbar. Andere Spiele ist andere, bei anderen Spielen reichen. Reichen. Ach so. Ja. Bei anderen Spielen reichen 30 FPS, aber bei manchen Spielen, wie zum Beispiel Call of Scheiße, die kriegen's. Die kriegen's den. Call of Shit. Klar. Bei denen ist das nämlich irgendwie so, du kannst, wenn du nicht 60 Frames hast, ist das Spiel nicht spielbar einfach, finde ich. Also alles unter 60 FPS ist nicht spielbar, meiner Meinung nach. In Battlefield zum Beispiel gehen 30 FPS auch gerade noch so, aber irgendwie auch nicht so richtig. Oder zum Beispiel Crysis ist mit 30 FPS super spielbar. Ich spiele es im Moment mit 90. Was spielst du mit 90? Scheiße. 1. 3. Hast du jetzt GeForce Experience gemacht? Ja, aber ich habe trotzdem alles auf hoch gemacht wieder. Und ja, eigentlich gar keinen Unterschied. Also, später. Ich merke gerade, dass ich zu wenig Zäune habe. Ba-ba-da-bam, bam. Worauf ich mich ja auch freue, ist ja die Gamescom. Die ist ja das letzte Mal dieses Jahr jetzt in Köln. Oh. Wo ist die dann? Leipzig, glaube ich. Ist aber auch nicht so. Doch. Ja. Vielleicht habe ich bis dato Auto. Hab ich bis dato Auto. Bombe. Ja, ich sollte definitiv. Rechtschreibprofessor. Ich glaube, ich muss wieder zurück in die dritte Klasse oder so. Na ja, kannst du zum Herrn Hühn gehen. Herr Hühn. Herr Hühn. Armes Hühn.
Alter. Also, ich habe geweint, als ich mich ja kaputt gelacht habe. War behindert, ey. Ja, ich hatte auch Pipi in die Augen. Das ist so behindert. Ja, das Problem ist einfach, es gibt behinderte Dinge, über die man lachen kann, aber auch behinderte Sachen, wie zum Beispiel da könnte man schon fast anfangen zu heulen. Weil das einfach sowas von... Das ist einfach... Ist. Das ist eine Behinderung. Ich will gar nicht mehr reden. Naja. Oder genau derselbe Typ. Also... Aber ich habe immer noch nicht verstanden, René, warum du das nicht verstanden hast, was der Herr Dr. Hühn da erklären wollte. Ich auch nicht. Ich versteh's nicht. Ja, ist ja logisch. Du musst einfach nur das, was da steht, ist die Lösung. Ja. Ja, ja, der gute alte Herr Dr. Hühn schreibt Seestern übrigens so. Ist auch ganz witzig. Am besten schreibe ich dann bei diesem Post und drunter als Kommentar dann Rechtschreibung ist zum Kotzen, schreibt er, ich bin 12, ich darf das. Ach so! Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, das ist... Mit 12 war ich aber noch 20 mal schlauer als der, mindestens. Rechtschreibprofessor, ey. Ich sag ja nicht, was man hier das verdammte Wort richtig schreiben muss, das tue ich auch nicht, aber... Ne, also, wenn man schon Hühn schreibt oder Seestern mit H statt Doppel-E, dann ist irgendwo schon die Grenze erreicht. Ich meine, Kommasetzung muss man, da achte ich bei Facebook auch nicht drauf. Ne, Komma, Punkt, ist mir scheißegal, auch Groß- und Kleinschreibung ist mir bei Facebook egal. Ja, gering, also manchmal... Also ich manchmal achte ich drauf und manchmal irgendwie nicht. Ja, ja. Aber, ne, Hühn, weiß Bescheid. Ja, Hühn. Hühn geht gar nicht. Hühn ist doof. Hühn ist geil. Ich habe immer das Problem, wenn ich so exotische Häuser baue, habe ich immer das Problem mit dem Dach. Exotische Häuser? Aha. Geniale Wortwahl, stimmt's? Die Wortwahl war einfach genial. Also, das muss man dir ja lassen. Ja, sollte man auch. Ne, ich mache ja so schöne Ecken und Kanten, das sieht bestimmt gleich wieder wundersuper toll aus. Einfach Flachdach drauf, passt alles. Oh. Wie immer. Immer Beste in die Welt. Ich weiß, weswegen du mich die Häuser nie bauen lassen willst. Ja. Das ist auch mein Grund, mein eigenes Haus, das ich niemals von dir bauen. Nee, lieber nicht. Deine eigenen Häuser kannst du gerne verunstalten, aber meine ja, nicht. Ja, das, was bei mir in der LP-Welt war, das war ja auch vom Basti gemalt. Ach so, gemalt. Mhm. Häuser werden gemalt. So ist das. Durch die Mühle, ne? Ja. So. Zack. Das Ding sieht schon fast aus wie so eine Festung irgendwie. Ja. Am besten. Wasser. Nochmal 42 Zeile. Ich mir denn bitte schön hier gedacht? Ich denke wieder nicht. Hast du jemals in deinem Leben gedacht? Ah, doch, ich hab gedenkt. Gedacht. Gedacht natürlich. Ich hab gedacht. Nicht gedenkt. Ja. Da kommt Herr Boden. Weiße Bank, den lassen wir jetzt einfach mal aus der Erde. Lol. Nee, lieber nicht. Achtung, jetzt kommt's. Flächenberechnung. 1, 2, 3, 4, 5 mal 8. 5 mal 8 sind 40, also reichen 64 Holzblöcke. Boah, bin ich einfach super. Einfach einsame Spitze. Klar, da macht mir keiner was vor. Nein. Nicht mal du. Nee. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das bringt nicht.
Das war fortgeschrittene Mathematik der 6. Klasse. Ja? Ich denke mal, ja. Ja, wir wissen, dass du gut singen kannst. Aber entweder geh zu der STS, da ist das Niveau mindestens genauso hoch wie bei dir, oder geh zu karaokeparty.com. Da kannst du nicht mehr. Das hat er gestern schon gemacht. Ja, ja. Mach das während einer Aufnahme und lad das hoch, dann kann ich dich ganz doll auslachen. Mach das. Mach ich, werde ich machen. Sonst würde ich machen. Ich bin bestimmt das neue YouTube-Klick-Wunder. Mhm,